Marktbude, ich muss sie hinhalten. Ihr Leben muss verschont werden. Bringt es hinter euch. Ich kam hierher, um den Skorpion zu finden, doch ich wusste nicht, wer er war. Ich könnte dir niemals etwas antun. Also gut. Ihr habt eure Wahl getroffen. Okay. Tötet sie! Nein! Nein. Bitte sagt mir nicht, ihr habt Mitgefühl für diese göttinlose Schlechterin. Was ihr hier tut, ist falsch. Was? Es soll falsch sein, unsere Leute vor Terroristen zu beschützen? Des Gegners Festung zu zerstören? Sagt mir, was soll daran falsch sein? Diese Leute verteidigen nur ihre Heimat und ihr Land gegen Eindringlinge. Wir sind es, die falsch handeln, nicht sie. Ihr fallt tiefer, als ich es für möglich gehalten hätte, Orwain. Es wird ein Spaß sein, euch vor Gericht zu beobachten. Das wird nie stattfinden. Wenn die Abgesandte... Die Abgesandte war es, die euren Arrest befahl, Orwain, nachdem ihr die Wirtin und diesen Schmuggler laufen ließet. Es war der Herrin klar, dass eure Loyalität nicht länger dem Imperium gehörte. Trotzdem wart ihr es, welche Ironie, der uns hierher führte. Ich bin sicher, das wird euch vor dem Gericht angerechnet. Vielleicht verdient ihr euch dafür wenigstens eine Inschrift auf eurem Grabstein. Schafft ihn fort! Ich werde euch dafür bezahlen lassen, Wayman. Ich schwöre bei der Göttin, dass ich nicht ruhen werde, ehe ich euer schlagendes Herz in der Hand halte. Wie abstoßend. Tötet sie alle! Brennt diese Stadt nieder! Nehmt keine Gefangenen! Sie ist tot, Juan! Tot! Sie ist tot. Und es gibt nichts mehr, was wir tun können. Wenn du dich nicht bald beruhigst, sind wir bald selbst tot. Wir könnten es genauso sein. Hört zu, sie töten sie, jeden von ihnen. Was nutzt es, wenn wir überleben, wenn wir alleine sind? Das war's. Ich gehe da hinaus. Bryn, nein. Sie sind zu viele. Wir werden unseren Weg sicherer machen und uns neu formieren. Aber zuerst müssen wir ihr zur Flucht verhelfen. Du kannst nicht mit uns gehen. Das ist zu gefährlich. Du wirst das nicht überleben. Du musst wieder einschlafen. Aber sie durchsuchen bereits die Häuser. Wenn wir bleiben, töten sie uns dann nicht? Wenn du einschläfst, verschwindest du spurlos wie der Tau in der Sonne. Du gehst auf die Reise. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Ich weiß, aber wie soll ich jetzt hier einschlafen? Juan! Bryn, reich mir diesen Beutel da drüben. Sie kommen näher! Tu, was ich sage. Schnell jetzt! Zoe kann doch überall sich hinträumen. Hey, was ist? Bedecke dein Gesicht, Bryn. Und du atme tief ein. Was ist das? Es ist eine mächtige Magie. Sie wird dich schlafen lassen. Atme sie ein. Mist, sie kommen! Juan, wir müssen hier raus! Jetzt! Es funktioniert nicht. Ich kann nicht einschlafen. Atme. Langsam. Tief. Ich... versuche es, aber es hilft nicht das Geringste. Ich fühle mich nur schwindelig. Sie sind hier! Juan! Wir müssen hier weg. Geh! Geh! Für Raven! Nein, Bryn. Ist da jemand? Hallo? Lustiger Vogel, bist du das? Oh. Oh, ich kann dich nicht sehen. Suchst du etwas? Warte. Nein, warum bist du? Oh. Ding? Oh, mein Kopf. Damien? Bist du hier? Er versprach mir, er würde bleiben. Tja. Vielleicht ist irgendwas passiert. Oh.
Die Tür ist offen. Es zieht. Und wir haben eine Nachricht auf dem Handy. Von Mail betreff, sie haben eine neue Voicemail von Dad. Oh Gott, Papa hat angerufen. Halt, was? Och, die Steuerung. Komm, so. Von. Ich bedauere wirklich, dass ich dich allein zurücklassen musste, besonders nach dem Versprechen, dass ich da sein würde, wenn du aufwachst. Ich fühle mich schrecklich, aber ich hatte keine Wahl. Du wolltest nicht aufwachen. Wenn ich dort geblieben wäre, wären sie gekommen, um mich und auch dich zu holen. Das konnte ich nicht riskieren, also stellte ich sicher, dass sie wussten, dass ich die Stadt verließ. Hoffentlich bin ich imstande gewesen, sie abzuschütteln, aber ich fürchte, dass diese Leute sehr, sehr hartnäckig sind. Pass auf dich auf, okay? Damien. Okay, jetzt wird's lustig. Voicemail, sie haben eine neue Voicemail vom Papa, halt. Okay, die Voicemail. Können wir Papa anrufen? Sollten wir sein lassen eigentlich, wa? Sie haben eine Nachricht von Dad. Dad. Zoe, ich bin's. Ich rufe dich nun schon seit ein paar Tagen an, aber du nimmst nicht ab und hast auch auf keine meiner Nachrichten reagiert. Was ist los? Wo bist du? Bitte ruf mich an, sobald du dies hörst. Ich mache mir Sorgen, okay? Bye. Hallo Zoe. Tut mir leid, aber... Och, immer ist er nicht erreichbar. Hinterlass mir eine Nachricht und ich rufe zurück, sobald ich kann. Hey Dad. Tut mir leid, dass ich dich nicht früher zurückgerufen habe. Ich bin so nachlässig. Alles, was ich tue, ist schlafen und hier herumhängen. Große Überraschung, was? Ich hoffe, alles läuft gut für dich in Bombay. Du musst mich nicht zurückrufen, nur wenn es wichtig ist. Mir geht's bestens. Ziemlich gelangweilt, aber bestens. Und mach dir keine Sorgen, ich habe nicht mit Risa gesprochen. Ich halte mich von Ärger fern, versprochen. Hab dich lieb. Bye. So viel dazu. Was haben wir denn hier? Pizzen. Ich denke nicht, dass das in letzter Zeit gereinigt worden ist. Damien braucht unbedingt einen Haushaltsrobot. Hey, das ist eine Nachricht für mich. Sie muss von Damien sein. Zoe, ich hoffe, du erhältst diese Nachricht. Ich musste schnell fort. Der Wurm war... Sie haben ihn gefunden. Und sie werden ihn zu mir zurückverfolgen. Ich wollte dich nicht zurücklassen, aber ich hatte keine Wahl. Ich habe versucht, dich aufzuwecken, aber du hast nicht reagiert. Die guten Nachrichten sind, bevor sie ihn abfingen, konnte der Wurm genug Daten sammeln, um die Koordinaten, über die wir sprachen, herauszufinden. Das Eindringen in das Dream Corps geschah von Russland aus, nahe St. Petersburg. Ach, typisch. Ich habe dir die Koordinaten geschickt, zusammen mit einer Karte. Falls ich es schaffe, hier herauszukommen, werde ich dorthin gehen. Falls du dich entscheidest, ebenfalls dorthin zu gehen, und ich rechne damit, dass du es tust, sei sehr, sehr vorsichtig. Ich versuche, dich zu kontaktieren, aber ich kann nichts versprechen. Zoe, du musst verschwinden. Sofort! Wenn sie herauskriegen, woher der Wurm stammt, werden sie jemanden zu diesem Apartment schicken. Du musst verschwinden. Der schnellste Weg nach St. Petersburg ist ein Scramjet. Oh, und im Badezimmerschrank sind warme Kleider. Viel Glück. Wir sehen uns bald, hoffe ich. Pass auf dich auf. Ach, Mann, oh. Da, oder was? Oh. 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 Das ist ja mal nette. Mit Mütze. Mit Mütze. Und hier jetzt raus? Draußen ist es grau. Es sieht aus, als ob es noch kalt wäre. Okay. Das klingt jetzt wie der Anfang von einem James-Bond-Film oder so. Und dann auch noch Vollmond. Na, jetzt geht's los. Die Leiter müssen wir wahrscheinlich hoch da. Das ist es. Das sind die Koordinaten, die Damien mir gab.
Wenn die Daten, die der Wurm aus dem Dream Core geholt hat, korrekt sind, ist der Ursprung des Virus das Fabrikgebäude dort drüben. Ohne die richtige Karte oder Data Cube gibt es keine Möglichkeit, darauf zuzugreifen. Ich kann das nicht hacken. Es ist völlig ausgebrannt. Mal gucken, was wir hier haben. Lass mich raten, da kann ich hoch. Ich muss bloß das Auto hier rüberschieben. Oh. Dieses Auto sieht aus, als könnte es funktionieren. Es könnte sogar noch etwas Energie übrig sein. Was bedeutet, dass ich es vielleicht in Bewegung setzen kann, wenn ich es schaffe, auf die Steuerung zuzugreifen? Ich kann es nicht hacken. Aber warte mal, ich habe einen Türöffner. Oh Gott, das war ja das. Wie war denn das? Oder? So, da brauchen wir das. So, und dann brauchen wir unten das da. So, das brauchen wir. Das sieht schon gut aus. Und hier brauchen wir den Strich. Okay, warte. Halt. So. Die Systeme sind noch in Betrieb, also muss das Auto noch ein paar Energiereserven haben. Oh Gott, verändert doch nicht die Form hier. Da. Völlig unauffällig. Ich hoffe, dass ich es nicht zu sehr beschädigt habe. Aber wenigstens steht es jetzt in einer Position, die mir gestattet, hineinzugelangen. Aber mal ein bisschen Turbo geben. Ich guck mal hier kurz nochmal. Wahrscheinlich über die Kisten, hä? Oh ja. Jawohl. Und hoch da. Und dann können wir hier hinten rüberspringen. Speichern.
keine Ahnung, ob ich richtig laufe, aber ich glaube ja, wa? Es ist dabei, umzufallen. Alles, was es braucht, ist ein wenig Unterstützung. Und die Drohne ist unten drunter, komm. Ist nicht unten drunter. Die Drohne hat nichts mitgekriegt, sehr gut. Ich warte mal. Ich hoffe mal, die ist weg. Oh, was ist da jetzt? Verschwunden, Schätzchen. Ich musste die Stadt verlassen und zwar ziemlich eilig. Achso, das hatten wir ja schon. Nochmal. Doch, ich muss die Stadt verlassen und zwar ziemlich eilig. Ich hoffe, dass das dich nicht so sehr beunruhigt. Mir geht es gut, das verspreche ich, aber ich werde eine Zeit lang untergetaucht bleiben müssen. Ich werde mich mit dir in Verbindung setzen, sobald sich die Dinge beruhigt haben. In der Zwischenzeit habe ich vor, viel zu lesen. Viel Glück, Zoe, und alles Gute. Ich werde dich bald wieder kontaktieren. Liebe Grüße von Elle. Okay. Ich speichere mal wieder öfter hier. Boah, es hat lange Wege hier, hä? Ein Fließband. Sieht ziemlich altertümlich aus. Scheinen irgendwelche Roboter? Ein Fließband. Sieht ziemlich altertümlich aus. Ach, diese komischen Bots. Diese Konsole muss dazu dienen, um die Fabrikationsebene zu kontrollieren. Diese Tafel kontrolliert die Türen der Verladerampe. Sie wurden wahrscheinlich dazu benutzt, die Puppen zu verpacken, wenn sie vom Fließband kamen. Das war noch eine Tür. Gehen wir aber erstmal hier hinten gucken. Die Mucke ist gerade so richtig fetzig. Demzufolge stehe ich genau an dem Ort, von wo aus das Eindringen stattfand. Oder vielleicht direkt darüber. Sieht wie eine Art Lüftungsschacht aus. Das wurde ganz bestimmt kürzlich erst installiert. Es sieht brandneu aus. Bauen wir uns einen Bot, der da durchrennt, oder was?
Oh. Ah, warte mal. Huch. Ach, ich weiß, warte. Ja, so wird's funktionieren. Weißt du, was das Krasse jetzt wäre? Also ich kenne das Spiel ja nicht, aber wenn wir in der Lage sind zu träumen und uns überall hinzuträumen, wo wir gerne wollten und täten und würden, wer sagt denn uns, dass wir nicht uns selber träumen, gerade wie wir hier was tun? Ein Kartenlesegerät. Genau das, was ich da gerade sehe. Oder ist hier... Ah, okay. Das ist eine Zugriffskarte. Oh, ich habe keinen Schlüssel mehr. Es ist ein Zimmer, angefüllt mit medizinischer Ausrüstung. Sie müssen hier Patienten beobachtet haben. Rette mich. Ich meine, die hat ja auch schwarze Haare. Was ist denn, wenn das wir sind? Guck mal, da ist so auf alle Fälle das Haus. Oder aber es gibt noch jemanden, der in der Lage ist, zu träumen. Oh Gott, jetzt wird's spannend. Diese Tür führt zur Fabrikationsebene, aber sie ist geschlossen und es gibt keinen Türgriff. Ach so, warte mal.
Gab es da unten noch eine Tür? Nee. Ach, hier. Oh Gott. Ich? Ein Companion Cube. Hier ist irgendwas. Ist das ein Data Cube? Ein Bett, ein Patient, ein Kind. Wer war das? Was haben Sie hier getan? Aber guck mal. Die guckt raus und sieht eine Schneelandschaft hier. Und auf der anderen Seite sieht's ganz anders aus. Die Zeichnungen eines Kindes. Oh, es scheint funktionsfähig zu sein. Ah, das wird... Okay. Mittwoch, 23. September. Dies ist Dr. Park. Dr. Zuboff ist zurzeit im Zimmer der Versuchsperson. Die Versuchsperson erholt sich nach einer längeren Krankheit. Sie reagiert gut auf Stimuli und scheint in guter Verfassung zu sein. Sie lächelte mir sogar zu, als ich diesen Nachmittag zu ihr ging, um ihr die Injektion zu geben. Sie sagte nicht viel, aber Faith ist schon immer ein ruhiges Mädchen gewesen.